Du sagst, dass du das Dorf eigentlich noch so in dir spürst, trägst. Dein Dorf trägt man mit sich rum, das weißt du wahrscheinlich auch. Ne? Ich weiß nicht, wo du herkommst. Aber ich komme aus einer ziemlich großen Stadt, ehrlich gesagt. Ja, das ist das New York unter den Dörfern, kann man sagen. Oh, das ist aber schön. Na, ich glaube, es ist das Neuschwanstein unter den Städten. Richtig. Noch besser. Auch schön. Auch schön, ne? Mhm. Wo kommst du denn weg? Ich bin, also ich bin Mannheimerin. Naja. Oh, das ist hart. Nö, es geht. Nee? Geboren, nee. Aber ein... In Erfurt. In Erfurt. Oh. Ich bin das ist eine Erfurter Puffbohne. Das war klar. Ja, so sagen die das. Das sagt man in Erfurt. Das sagt man in Erfurt. Mhm. Ganz klar. Manchmal sagst du, dass du Panik kriegst, wenn du so länger als 2 Tage oder so da in der Gegend da oben bist. Was lässt dich Angst kriegen? Mhm. Die Zeitschichten überlappen sich so. Das kennt ihr doch bestimmt auch, wenn ihr zurückfahrt. Und dann weiß man manchmal nicht genau, wenn man alleine irgendwo lang geht, was ist jetzt eigentlich? Wo bin ich jetzt eigentlich? Ja. In welchem Zeitpunkt bin ich jetzt? Und was stimmt? Und das macht mich unruhig. Ja. Aber ist es nicht auch ein tolles Gefühl, dass man vielem entronnen ist? Also, wenn man wieder wegfährt? Wenn wir uns Partyscham anschauen, dann kann das auch bedeuten, dass man nicht vielem entronnen ist, sondern dass es einfach auch gut gewesen sein könnte, hätte sein können, dort geblieben zu sein. Also das ist ja das Interessante, was ihr alles ausgefressen habt da in eurem Heimatdorf. Und letzten Endes seid ihr ja nie wirklich zur Rechenschaft gezogen worden. Man kann sagen, ihr seid erfolgreich durch eine kleinstkriminelle Jugend gegangen. Kleinstkriminelle Jugend. Und wir möchten da jetzt noch ein Glanzlicht aussetzen, zumal wir sehr genau wissen, dass du ja sehr, sehr gerne eng anliegende Kleidung trägst. Und deswegen werden wir jetzt etwas mit einer Strumpfmaske machen. Wenn ihr mal herkommen wollt, ihr beiden. Wir werden uns also jetzt die Strumpfmaske überziehen und werden diesen Original 50 Jahre Mad Eagle, schaut mal, wie schön, er hat sogar so was Kosmopolitisches, hätte nämlich Augen aus Oliven, die hätte es ja in 50 Jahren so gar nicht gegeben, ohne Genehmigung von Adenauer. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Mad Eagle von uns mit dem Munde seiner Stacheln beraubt werden soll, aber dazu müssen wir vorher die Strumpfmaske aufsetzen. Nebenan ist ein Schälchen, auf diesem Schälchen werden die Salzstangen zwischengelagert. Und wenn der Gong ertönt, dann hat der Sieger entweder alle Stacheln rausgeholt oder aber so. oder aber derjenige, der die meisten Stacheln auf seinem Tellerchen liegen hat, hat gewonnen. Klar? Ich weiß nicht, ob du mich erkennen kannst, aber das ist augenscheinlich ein Strumpf für sehr kleine Damen mit dünnen Wangen. Das ist one size fits all und los geht's! Darf man den Igel anfassen? Ja. Nein. Warum nicht? Was ich jetzt sage. Ich komme nicht an die vorderen Stacheln. Das ist ganz einfach. Einfach Teller drehen. Ach so. Darf man die daneben gefallenen vom Boden auch wieder aufsammeln? Nee, brauchst du nicht. Zählt trotzdem. Okay. Können wir aufhören? Dann kann ich auch daneben machen. Danke. So, aus. Unangenehm. Unangenehm, so eine Strumpfmaske. Wir wollen mal zur Auswertung schreiten. Erstmal unser Gast, hattest du Hunger? Ja. Hier ist noch einer so drin, der ist nicht richtig raus. 1, 2, 3, 4 sind noch drin. Christine hat unwesentlich mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt natürlich, der Sieger ist Rocco Schamoni. Eine Frage, darf ich das mittlere jetzt auch essen? Nein, das könnte jetzt alles an Jürgen Domian, der braucht das für seine Klienten. So. Dass du darüber lachen kannst, zeigt, dass du Ahnung vom Leben hast, oder? So ein bisschen. Mit den engen Klamotten ist aber. Hast du dich oben mit dem Matt eingesaut oder da? Das ist Matt, ja. Ah ja, okay. So eng sind die Klamotten gar nicht. Ich dachte, du kommst enger. Ja, du musst sehen, was da drunter hat.
Nee, die Klamotten sind einigermaßen weit, aber ich habe mich auch angepasst von innen, verstehst du? Ja, das verstehe ich sehr gut. Nicht singen, aber gut aussehen, war mal dein Motto. Ja, also... Nicht gut singen, nicht gut, danke. Nee, nicht unbedingt nicht gut singen, sondern solche Leute wie der Entdecker der Sex Pistols, sag schnell, wie heißt er noch? Malcolm McLaren. Malcolm McLaren hat auch von vornherein gesagt, es geht nicht um Technik, es geht um Vision. Technik ist wurscht. Wenn du was zu sagen hast, wenn du eine Idee hast, wenn du eine gute Design-Idee, eine gute politische Idee, eine gute musikalische Idee hast, ist die Technik wurscht. Das ist der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk. Genau, richtig. Womit du jetzt sagen willst, dass der wirklich gute Künstler in dem Fall kein Handwerk beherrschen muss, oder? Das habe ich nicht gesagt. Ich finde, das Ideal liegt im Kunsthandwerk. Richtig. Bist du ein Showtyp? Ich musste früh, sehr, sehr früh lernen, meine Fähigkeiten im Showbereich, in den Showbereich auszubreiten, weil meine technischen Fähigkeiten als Gitarrist und auch als Sänger vergleichsweise limitiert waren. Das heißt, ich habe angefangen, zwischen den Stücken zu reden. Und je mehr ich gemerkt habe, dass diese Redepausen beliebt waren, desto mehr habe ich dann auch geredet. Dein Zahnarzt hat gesagt, er könnte leicht einen Showtyp aus dir machen. Hat er auch geschafft. Ja, mach mal. Ich habe gedacht, das ist ein Riesenteil hier vorne, aber ist er gar nicht. Kommt drauf an, wie nah man dran ist. Das dir auch sehr leicht über die Lippen geht, muss ich ehrlich sagen. Was, das mit dem Riesenteil, dass du da drauf anspringst, war mir klar. Ja. Aber ich dachte, du hast richtig so ein... Ich habe gedacht, du hast ein Riesenteil da vorne, war dein Satz. Ja, oh, und? Mann. Ja, das macht ja immer. Ich finde das so... Ja. Billig. Ja. Nee, billig. Ich wollte ja noch den Abend billig mit dir machen, aber... ja, das war klar. Das habe ich mit Absicht gemacht. Schon okay. Erklär mal die Geschichte. Das ist faszinierend. Du hast hier ein Stück vom Zahn rausgewämst und dann hat dein Zahnarzt gesagt... Dann also mir hat er mit der Cola-Flasche das rausgewämst. Seitdem trinke ich Cola auch nur noch verdünnt. Hatte ich aus Versehen gestoßen oder was ist los? Hat nach hinten ausgeschlagen, ohne mir Böses zu wollen. Und der Zahnarzt hat gesagt, da ist ein Loch. Und wenn man dieses Loch mit dem richtigen Material füllen würde, würden darauf die Zuschauer mit den hohen Stimmen positiv reagieren. Also Frauen. Schon klar. Und das hat sich einigermaßen bewiesen. Also für die, die näher rankamen, um das erkennen zu können. Die meisten sehen es ja aus der Entfernung, wie du gerade selber gesagt hast. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Aber wenn man den Mund weiter aufmacht, man hat im Hintergrund auch noch einiges aus diesem Material, dann kann man die Wirkung wieder minimiert. Die Mädels denken wahrscheinlich, du hast Kohle, wenn du schon vorne Gold hast. Naja, ein bisschen Kohle, wie man sieht. Ist ja nicht viel. Man muss ja nicht angeben mit dem Kram. Man kann's ja. Understatement. Ja, auf jeden Fall. Genau. Bisschen was an der Hand, bisschen was im Mund. Das ist ja der Hamburger Spezialist für. Was? Understatement. In der Hand oder an der Hand? Das ist so dieses alte Lied von Howard Carpendale. Diese Spuren im Sand und der Rest in der Hand, oder wie heißt das? Das ist so. Wie du das Niveau der Sendung drückst, das ist unfassbar, Christine. Ja, ich, ne? Mit deinen Stichworten. Genau. Stichwort Adriano Celentano. Können wir da noch was drücken? Wir grinsen dich beide von links und rechts wie so zwei Honigkuchen. Ich guck ja nicht. Jungs, ich mach euch doch, ich bringe euch doch groß raus. Ja, das kannst du auch. Ihr könnt alle eure Zoten so ganz mir einfach unterjubeln. Sollen wir sie groß rausbringen, oder finden sie den Weg zur Tür alleine? Auch so ein Brüller aus der Zeit damals.